Das ist der Ferrari 296 GTS. Ein Auto wie aus einem Guss. Bildschön, kann man nicht anders sagen. GTS, Gran Turismo Spider. Was meint das? Spider besagt nichts anderes, als dass hier im Gegensatz zum GTB das Dach verschwindet. Das Hardtop verschwindet innerhalb von 14 Sekunden bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h und lässt Sonnenanbeter träumen. Träumen muss man übrigens sowieso von diesem Auto, weil es kostet, Achtung, 310.885 Euro. Ich weiß nicht, ob da noch Extras reinkommen, aber ich nehme an, schon. Das, was den GTS auszeichnet und den GTB auszeichnet, ist natürlich der 120 Grad V6, der hier unter der Glasscheibe ruht. Das, was Sie jetzt sehen, sind die Abgasauslässe. Die sind extra gemacht und münden in einem extra Trakt, einem einzelnen Trakt. Das rote dort unten ist die MGUK, bekannt aus der Formel 1. Die Italiener nennen es, ob des roten Erscheinungsbildes, Pizza. Ziemlich witzig. Bringt das ganze Gerät auf 830 PS zusammen mit dem 120 Grad V6. Oder das, was die Italiener versucht haben, sehr schön an diesem Motor zu machen, ist, dass sie die Abgasauslässe so gestaltet haben, dass das Ding zu einer Soundmaschine wird. Sound zum Verlieben. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem einfachen Grund, weil das Ding nicht krachig ist und laut irgendwie dir die Ohren wegbrennt, sondern tatsächlich ein Lied singt. Und das Lied heißt Lead for Speed, denn der GTS beschleunigt aus dem Stand in 2,9 Sekunden auf 100. Tempo 200 stehen schon nach nur 7,6 Sekunden auf dem Tacho. Und wenn man dann genug Straße zur Verfügung hat, geht der Ferrari sogar bis knapp über 330 km/h, oben offen. Dann zeigt der 296 GTS, dass er ein richtiges Spaßgerät ist. Auf der Geraden sowieso, aber noch mehr auf kurvenreichen Straßen. Das, was Ferrari wirklich außergewöhnlich schön gestaltet hat, ist die Front von diesem Auto. Und aerodynamisch gesehen gibt es hier einige kleine Raffinessen. Zum Beispiel der Lufteinlass unter dem Tagfahrlicht. Genial. In Summe bringt der Abtrieb mit allen aerodynamischen Kleinteilen, die hier vorne verbaut sind, und den Lufteinlässen bis zu 100 Kilogramm. Dasselbe haben wir übrigens am Heck. Sobald nämlich hinten der Spoiler ausfährt, der interessanterweise tatsächlich im Heckspoiler vergraben ist, haben wir ab 250 km/h ebenfalls einen Abtrieb von 100 Kilogramm, damit dieses Biest in der Kurve nicht abfliegt. Sportlich ist so ein Ferrari 296 nicht natürlich nur außen, sondern auch innen. Die Italiener haben darauf geachtet, das Ding nicht digital zu überfrachten. Also man verzichtet hier auf irgendwelche riesigen Touchscreens, wie man sie aus anderen Autos kennt. Man hat es wirklich, das sagen alle, aber bei Ferrari stimmt es irgendwo, man hat es fahrerorientiert. Das Cockpit ist fahrerorientiert gestaltet. Man hat einen großen TFT in der Mitte, digital, darüber wird alles gesteuert, aber es gibt nichts außerhalb. Es gibt keine Blinkhebel, keine Schalthebel oder sonst irgendwas. Das Lenkrad ist die zentrale Einheit. Nun mag man mit diesen Touch-Tasten zufrieden sein oder nicht zufrieden sein. Man mag es mögen oder man mag es nicht mögen. Das führt auch dazu, dass man sich irgendwann beim Lenken mal das Navi weghaut. Aber ansonsten ist das alles wirklich sehr, sehr gelungen, sehr komplex. Die Sportlichkeit betont Riesenschaltwippen. Du kannst also in keiner Kurve irgendwie den Gang verfehlen, weil du bleibst immer wirklich an den Gängen dran. Alles andere kann man natürlich sagen, ist ein bisschen futzlig geworden. Man hätte lieber diese großen, starken Tasten wie hier den Regler für die Fahrprogramme. Die reichen von Wet, Sport,
über Race bis zum kompletten Off aller Regelprogramme. Sollte man darauf verzichten, also das auf der Straße auszuschalten, weil ohne Mist, ich glaube, da kann man mit der Karre ganz schön abfliegen. Es gibt aber noch eine Besonderheit in diesem Ferrari und das muss man einfach mal sagen, zeigen. Das ist der Zündschlüssel. Ich glaube, es gibt kein Auto, was so einen wunderschönen Zündschlüssel hat, der einfach nur in der Mittelkonsole integriert wird und dann kannst du das Ding einfach starten. Apropos starten. Das mit dem Starten ist so ein Ding. Das ist ja ein Plug-in-Hybrid. Der fährt 25 Kilometer rein elektrisch. Also wer sozusagen aus der Hood irgendwie rausfahren will, ohne die Nachbarn zu behelligen, schafft das gewöhnlicherweise relativ gut bei 25 Kilometern. Aber natürlich, der Art entsprechend startet er auch immer elektrisch, bevor sich der Sechszylinder zuschaltet. Aber wenn er kommt, dann kommt er ganz gewaltig. Bei allen technischen Finessen und dem oben genannten Preis ist es umso überraschender, dass Ferrari dem 296 keine Assistenzsysteme an die Seite gestellt hat. Zumindest nicht in der Basis und auch nicht in unserem Testwagen. Also kein Totwinkelwarner, kein Spurhalteassistent oder Abstandsradar. Ferrari versichert zwar, dass man all diese Zutaten auch über die Optionsliste bestellen kann, aber das wird den Preis noch einmal in die Höhe treiben. Dürfte aber für die wenigsten Ferrari-Kunden ernsthaft interessant sein.